So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer von Oskar am Freitag TV, ich freue mich sehr. Er ist das erste Mal im Lokalfernsehen zu Gast, allerdings nicht das erste Mal in unserer Redaktion. Neben mir Tankred Schipanski, CDU-Bundestagsabgeordneter, zuständig für Gotha und den Ilmkreis und damit seit Jahren allein auf weiter Flur, das muss man einfach mal so sagen. Herzlich willkommen. Ja, die vergangenen Wochen waren überaus ereignisreich. Unabhängig davon, dass Sie kaum raus, also zu Terminen konnten. Wie sehen Sie die Corona-Zeit bis jetzt rückwirkend? Also ich glaube, es ist für alle eine sehr herausfordernde Zeit gewesen und ist immer noch herausfordernd, weil wir ja uns alle sehr bemühen, dass es zu keiner zweiten Welle kommt. Ich glaube, es ist noch viel Disziplin gefragt mit Hygieneregeln, mit Mundschutz, mit Abstand. Bin auch froh, dass das wirklich bis in die kleinen Dörfer hinein auch eingehalten wird. Für mich als Abgeordneter war es natürlich sehr ungewohnt, weil wir viel draußen waren, bei Vereinen, bei Ehrenämtern, bei Kirmes, bei Veranstaltungen. Das ist ja alles weggefallen. Ja, der ganze persönliche Kontakt durch diesen Lockdown ist weggefallen. Und das hatte für mich den Vorteil, dass ich mich familiär meiner Familie widmen konnte und dass man sehr, sehr viel gelernt hat, von zu Hause aus zu machen. Also Videokonferenzen habe ich sehr schätzen gelernt, schätze sie immer noch, ist auch sehr, sehr effektiv. Und das ist was, was ich auch in die Nach-Corona-Zeit mitnehmen werde, dass es wirklich nicht nötig ist, viele Besprechungen, ob in der Fraktion, ob in der Partei, ob im Bundestag, physisch zu machen, sondern das reicht auch, wenn man sich alle 14 Tage oder in einem gewissen Rhythmus sieht. Und das andere ist schon auch sehr effektiv. Und das ist etwas Positives, was ich, sage ich mal, von Corona mitgenommen habe. Also einmal doch ein ganzes Stück Zeit für die Familie zu haben und zum anderen eben diese Videotechnik wirklich gezielt und gut einzusetzen. Politisch gesehen, was sehen Sie da für Rückschlüsse? Also ich glaube, die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Große Koalition in Berlin ein guter Krisenmanager ist. Ich bin froh, dass die Zahlen und Zustimmungswerte für populistische Parteien dadurch deutlich gesunken sind. Die Leute gesehen haben, dass wir durch Krisen führen können. Und wenn man das europaweit und weltweit vergleicht, ist ja Deutschland wirklich bisher sehr glimpflich davongekommen. Und das hat mit einer klugen Politik zu tun. In der vergangenen Woche wurde im Bundestag das große Corona-Paket beschlossen, ja. Wie ist Ihr Blick drauf? Was halten Sie innerhalb des Paketes für besonders erwähnenswert? Also ich glaube, das besonders Erwähnenswerte ist, dass wir eben eine horrende Neuverschuldung haben. Das ist natürlich ein großes Problem, weil wir jahrelang gut gewirtschaftet haben, auf die schwarze Null immer sehr geachtet haben. Aber wir haben jetzt zweimal die Verfassung angefasst. Wir haben eine Schuldenbremse, haben gesagt, wir haben eine außergewöhnliche Situation und daher ist es notwendig, dass wir eben die Neuverschuldung vorantreiben, haben eine Rekordneuverschuldung aufgestellt. Aber wichtig ist, dass wir den Menschen und der Wirtschaft helfen, dass jeder etwas von diesen Corona-Hilfen in irgendeiner Art und Weise erhält. Und ich war jetzt mit Blick auf die letzte Sitzungswoche auch sehr dankbar und froh, dass dieses Aufbruchspaket, dieses Konjunkturpaket, was wir nochmal mit einem zweiten Nachtragshaushalt geschnürt haben, eben nicht nur konsumtive Kaufanreize oder Ähnliches setzt, sondern insbesondere auch Zukunftsinvestitionen. Und Zukunftsinvestitionen heißt ja gerade für unsere Region in Gotha und im Ilmkreis, geht es um künstliche Intelligenz, um Wasserstoff, Quantencomputing, also alles forschungsintensive und innovative Dinge, wo ich sehr hoffe, dass das nachhaltig in der Region auch ankommt und eben nicht nur ein kurzfristiges Strohfeuer ist. Ja. Wenn wir mal ganz kurz bei dem Thema bleiben, es gibt ja nun viele Skeptiker. Ja, die Anzahl in den sozialen Medien hat ein Stück weit zugenommen. Ich formuliere es mal vorsichtig. Haben Sie selber auch über die sozialen Medien mit Ihrem Account mit Verschwörungstheoretikern zu tun oder lassen die Sie in Ruhe? Nee, also wir hatten ganz, ganz viele Anfragen natürlich. Einmal durch die Corona-Hilfspakete wollte jeder wissen, wie das aussieht, ein Stück Beratung, wo man sich wie hinwenden kann. Das war für mein Team und mich wirklich eine herausfordernde Zeit, das alles gut zu beantworten und zu managen. Und wir haben natürlich auch viele, die sagen, das ist doch völlig übertrieben, wie ihr reagiert und das ist doch nur eine harmlose Grippe und Ähnliches. Und da muss man natürlich dann auch argumentieren und erklären. Aber ich denke, die Bilder und die Fakten, die man weltweit sieht, welche Auswirkungen dieser Coronavirus hat, wenn wir in die USA blicken, wenn wir nach Brasilien blicken, wenn wir das in Italien erlebt haben, kann man es, glaube ich, nicht bestreiten, dass das eine hochgefährliche Sache ist, eine Pandemie ist, wo wir auch entsprechend reagieren mussten und weiter müssen. Und von daher denke ich, sprechen alle
klugen und guten Fakten gegen diese Verschwörungstheoretiker und Negierer dieser Pandemie. Verstehen Sie die Skeptiker ein Stück weit? Also ich kann nachvollziehen, dass wir die Grundrechte sehr stark eingeschränkt haben im Rahmen dieses Lockdowns. Und das war aber notwendig, um unseren eigenen Gesundheitsschutz, aber auch den Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu garantieren. Wir haben dadurch Zeit gewonnen. Bin auch froh, wie viele Medien mitgemacht haben bei dieser Aktion Bleib zu Hause und Ähnliches. Und das hat ja wirklich dazu geführt, dass wir in unseren Krankenhäusern entsprechende Kapazitäten aufbauen konnten. Gott sei Dank mussten wir diese Kapazitäten jetzt nicht nutzen, aber ich kann diese Skeptiker in der Hinsicht verstehen, dass es eine große Einschränkung für jeden ist, aber muss einfach dafür werben, Grundrechte sind einschränkbar, gerade in so einer Situation, und wir haben uns stets bemüht, das sehr verhältnismäßig zu machen, und von daher, ja, bemühe ich mich, mit den Skeptikern zu diskutieren, aber denke, die besseren Argumente sind auf unserer Seite. Apropos diskutieren, Sie waren ja bekannt dafür, dass Sie auf Twitter auch mal das klare Wort nicht scheuen, ich will es mal so sagen, auch im Diskurs mit politischen Kontrahenten. Das hat ein Stück weit abgenommen während der Corona-Krise. Wegen der Corona-Krise haben Sie gesagt, das spielt jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle. Jetzt muss man hier auch nicht zuspitzen. Oder ist es eine generell andere Kommunikation? Wow, ich weiß gar nicht. Wir sind jetzt auch auf Instagram zu Hause, um die jüngere Generation natürlich ein Stückchen mit zu informieren, politisch zu informieren. Ich fand spannend, dass in der Corona-Krise auch Landesregierungen auf TikTok gesetzt haben. Auch nochmal eine neue Plattform, um insbesondere auch junge Menschen zu erreichen. Aber ich glaube, die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir ja sehr stark gemeinsam in der Sachpolitik zu Hause sind. Und auch medial kamen die Strömungen links und rechts nicht so in den Fokus, dass es im Zweifel notwendig war, da unter Umständen zugespitzt zu formulieren. Und ich glaube, wir haben auch, insbesondere mit Blick auf den Freistaat, eine neue Situation nach der Landtagswahl. Durch diesen Stabilitätsmechanismus, den man jetzt gefunden hat bei Rot-Rot-Grün und der hiesigen CDU in Thüringen, zeigt sich natürlich auch, dass die Politik der Landesregierung jetzt gerade bei den Corona-Hilfsmaßnahmen sich sehr eng an denen der Bundesregierung orientiert hat. Das heißt, dass diese ganzen Förderprogramme und Ähnliches, was wir haben, ja, zueinander passen, ineinander aufbauen. Und wenn es da nichts zu kritisieren gibt, dann muss man auch auf Twitter nichts kritisieren. Aber Sie haben, als Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD gewählt wurde, ein klares Wort nicht gescheut. Sie haben gleich klar gemacht, das ist nicht der Weg. Ne? Und wie sehen Sie heute rückblickend darauf? Also ich denke, rückblickend ist es notwendig, dass sich die CDU-Landtagsfraktion neu aufgestellt hat und neu positioniert hat und dass das jetzt auch die CDU-Landespartei macht. Der Fraktions- und Landesvorsitzende Mike Moring ist von beiden Ämtern zurückgetreten. Die Fraktion hat mit Mario Vogt eine neue Führung. Die Landespartei wird mit Christian Hirte einen neuen Landesvorsitzenden bekommen. Und ich bin froh, ich habe den Christian Hirte am Wochenende auf einer Mitgliederversammlung im Ilmkreis erleben dürfen, dass er ganz klar sagt, die Position der CDU Thüringen ist in der politischen Mitte. Wir arbeiten weder mit links noch mit rechts zusammen. Wir wollen da eine klare Abgrenzung haben. Und ich glaube, notwendig für die Wähler, um auch wieder Vertrauen zurückzugewinnen, dass wir von diesem Schlingerkurs wegkommen, dass es da Kräfte gibt, die sagen, ja, AfD ist ganz spannend und Linke wäre ganz spannend. Also ich glaube, unsere Positionierung muss die Mitte sein, mit einer klaren Abgrenzung links und rechts. Dafür steht Mario Vogt und dazu steht auch Christian Hirte. Widerspricht das nicht ein Stück weit dem Stabilitätsmechanismus, der im Augenblick herrscht? Also ich finde, diesen Stabilitätsmechanismus hätte man auch vor diesem ganzen Theater mit der Ministerpräsidentenwahl haben können. Wir haben die Situation einer ganz klaren Minderheitsregierung gehabt. Das ist nicht erstmalig in Deutschland, das ist nicht erstmalig in Europa. Und es ist doch ganz klar, dass die Gruppe, die in dieser Minderheitsregierung ist, sich Mehrheiten organisieren muss. Und das macht sie in der Regel mit wechselnden Mehrheiten, dass sie eben auf die Opposition zugeht. Jetzt hat man einen Weg gewählt, wo ich sage, ich nehme eine Oppositionspartei und schaue, mit welchen Themen kann ich hier Mehrheiten finden. Das hat man formuliert in diesem Stabilitätsmechanismus. Von daher finde ich das völlig legitim und in Ordnung. Und das hat nichts mit einer strukturellen Zusammenarbeit mit der Linkspartei zu tun. Bleiben wir trotzdem mal beim Thema Thüringen. Ihre Erfahrungen aus dem Wahlkreis in der Corona-Krise, ich meine, im Kontakt geblieben sind Sie ja, der Gewerbeverein
Wir hatten im Vorfeld einige Gespräche, hat sie lobend erwähnt, hat gesagt, sie und Hai, das sind diejenigen, also Matthias Hai sind diejenigen, die immer auf ihre eigene Art und Weise mit Rat und Tat zur Verfügung standen, ja, auch bei Fragen, ja, soll an der Stelle auch ganz klar erwähnt werden. Natürliche Sache oder Chance genutzt? Nee, ich glaube, also sowohl der Matthias Hai als auch ich sind ja beides Wahlkreisabgeordnete. Der Matthias Hai ist direkt gewählte Abgeordnete für Gotha. Ich finde, der macht diese Rolle auch sehr gut als die Stimme Gothas halt in Erfurt. Und ich bin direkt gewählt für den Landkreis Gotha in Berlin und möchte den auch entsprechend dort gut vertreten. Und da ist es notwendig, dass man natürlich mit Akteuren wie dem Gewerbeverein selbstverständlich in Verbindung bleibt. Und bei der Corona-Krise ist natürlich für die gewerblich Tätigen wirklich viel weggebrochen und zusammengebrochen, und denen wollte man gezielt helfen, und das kann man natürlich nur, wenn man insbesondere dann auch mit den Unternehmern da im entsprechenden Austausch ist. Von daher war das, ich glaube, für den Matthias Hein auch für mich eine Selbstverständlichkeit, da entsprechend zur Verfügung zu stehen. Wenn Sie auf den Wahlkreis gucken, wir lassen den Ilm-Kreis mal ausnahmsweise raus, auch wenn Sie dort die CDU im Kreis führen, sondern mal auf den Landkreis Gotha schauen, wir sind ja das Gotha-Lokalfernsehen, was ist Ihnen da aufgefallen im Laufe der vergangenen Wochen? Ist das hier gut gemanagt worden, weniger gut, wenn man so von außen ein Stück weit draufschaut, oder kann man das gar nicht so beurteilen, oder wie sehen Sie es? Also ich glaube, es kam ja ganz viel auf die Landräte in dieser Krise an. Das Ganze ist ja föderal organisiert. Der Bund hat ja gar nicht die entscheidende Zuständigkeit, sondern es kam dann auf die Bundesländer an, die das auch sehr schnell runtergebrochen haben auf die lokalen Infektionsherde, die Landräte hier in Verantwortung genommen haben. Habe den Eindruck, dass das im Landkreis Gotha gut gelaufen ist, auch eine sehr klare Informationspolitik war, wie viel Infizierte, wie viel Genesene. Ja, muss sagen, ich glaube, das Gesundheitsamt hat eine wichtige Rolle gespielt, auch in der Nachverfolgung dieser Infektionsketten im Rahmen der Prävention. Und somit hat jeder staatliche Baustein hier einen wichtigen Dienst geleistet. Und das ist auch im Landkreis Gotha gut gelaufen. Hat die Politik insgesamt ein Stück weit gewonnen? Oder wie? Wow, ich glaube, es ist deutlich geworden, wo es auch Defizite gibt. Jetzt muss man mal, mein Lieblingsthema ist natürlich der Digitalisierung. Ich sage immer, Corona-Krise war der Digitalisierungstreiber Nummer eins. Man hat eben gesehen, beim Thema E-Government sind wir noch nicht gut. Beim Thema digitale Bildung, offen gesprochen im Landkreis Gotha eine Katastrophe, dass eben noch keine Endgeräte da waren, noch keine Konzepte an den Schulen, der Breitbandanschluss noch nicht da war. Und ich glaube, diese Krise hat auch viel offengelegt, wo jetzt wirkliche Baustellen sind und wo die Leute jetzt auch erwarten, dass wir zügig und auch wieder gemeinsam handeln, weil insbesondere ja der Bildungsbereich, und das ist der beim Thema Homeschooling, wo ich die größte Betroffenheit jetzt auch höre bei den ganzen Firmenbesuchen, weil die ganzen Mitarbeiter teilweise zu Hause bleiben mussten, um sich um die Kinder zu kümmern, dass sich natürlich direkt wieder auf die Produktivität und alles ausgewirkt hat, der die Menschen gegenwärtig auch am meisten belastet. Ja, ich muss noch mal einen ganz kleinen Bogen zurückspannen zur CDU Thüringen. Ich meine, Sie wären auch ein Kandidat gewesen. Wir haben es aber nie in Erwägung gezogen. Das war ja frühzeitig klar. Warum nicht? Für den Vorsitz? Für den Vorsitz der CDU Thüringen. Also ich glaube, es ist jetzt entscheidend, dass man eine Figur findet an der Spitze, die integriert. Glaube ich, kein Geheimnis, dass man ja erlebt hat in der CDU Thüringen, dass es da eine Gruppe um den ehemaligen Fraktions- und Landesvorsitzenden gab, dass es auch noch große Sympathien gab mit dem jetzigen Fraktionschef, den Mario Vogt. Das wurde immer so als Lagerbildung dargestellt. Und Christian Hirte ist, glaube ich, ein Mensch, der jetzt beide Positionen auch wieder ein Stück zusammenführen möchte. Ich hoffe, dass das gelingt. Ich denke, auch im Wahlkampf stand die CDU schon sehr geschlossen dahinter. Aber ich gehöre zu denen in der CDU, die gesagt haben, wir haben viele Köpfe, wir sind ein starkes Team und es ist falsch, sich nur auf eine einzelne Person zu konzentrieren. Diese Idee wird jetzt auch aufgegriffen von Mario Vogt, wenn man sieht, wie breit diese Landtagsfraktionsarbeit jetzt stattfindet. Und ich hoffe sehr, dass der Christian Hirte das genauso für die Landespartei macht. Ja, meine Damen und Herren, im Vorfeld dieses Interviews erhielt Tankred Schipanski das Modell von Schloss Friedenstein, das Bernd Börmel, der in Gotha bekannter Höllenwart gebaut hat. Wo wird es seinen Platz finden? Also ich habe gerade mit dem Höllenwart gesprochen und dass er
nach Berlin kommt, mir das auch dort nochmal in Berlin übergibt. Das wird also in Berlin seinen Platz finden und wir werden dann gemeinsam mal in meinen Büroräumen einen geeigneten Ort finden, der repräsentativ ist und der auch zeigt, wo die Mitte des Landkreises Gotha schlägt und auch die Kulturstärke dieses Landkreises nochmal in Berlin hervorhebt. Machen wir noch einen kleinen Ausblick zum Abschluss. Im nächsten Jahr stehen Bundestagswahlen an, es stehen auch Landtagswahlen an. Was erwarten Sie für einen Wahlkampf? Also ich glaube, das wird sich sehr danach richten, wie das mit der Corona-Krise weitergeht. Ob man überhaupt Großveranstaltungen machen kann oder nicht, ob Volksfeste, Kirmesse, Vereinsdinge überhaupt wieder stattfinden können. Das ist ja momentan alles runtergefahren. Bleibt das auf diesem schwierigen Niveau, dann wird natürlich ein sehr digitaler Wahlkampf stattfinden, wird eine Menge im Netz passieren, weil das Face-to-Face ganz einfach nicht mehr klappt. Ansonsten hoffe ich sehr, dass es sachbezogen ist. Ich muss sagen, die GroKo arbeitet besser, als ihr Ruf ist. Ich finde auch der Koalitionsvertrag, den wir jetzt Stück für Stück abarbeiten, hat sehr, sehr viele gute Dinge für den Landkreis gehabt, aber auch für die neuen Länder gehabt, wenn ich jetzt nur an die Grundrente denke. Jetzt kommt noch der Härtefallfonds. Also ich denke, für die DDR-geschiedenen Frauen ist eine ganz wichtige Gruppe hier auch in Gotha. Und ich finde, einmal ist es wichtig, das nochmal in Erinnerung zu rufen, auch ein Stück zu verkaufen. Auf der anderen Seite eben auch mit diesem Konjunktur- und Aufbruchspaket, was wir jetzt gemacht haben, klar zu zeigen, neue Technologien, zukunftsgewandt, Digitalisierung, Klimaschutz, das werden die beiden großen globalen Trends sein, die natürlich auch im Landkreis Gotha nicht Halt machen und den Menschen im Wahlkampf zu erklären, wo da die Rolle, ihre Rolle ist, aber auch die Rolle des Freistaates Thüringen und natürlich des Landkreises. Schwarz-Grün, Rot-Grün, Gelb-Grün, Schwarz, was der Wähler uns am Ende aufgibt. Ich sage nochmal, GroKo, glaube ich, wird nicht klappen. Ich kann mit den Kollegen der FDP in Berlin sehr gut, ich kann mit den Kollegen der Grünen auch relativ gut. Also von daher kann mit der SPD momentan gut. Ich glaube, wichtig ist, dass wir klar sagen, weder links noch rechts. Und was sich dann in der politischen Mitte abspielt, werden wir sehen. Aber sicherlich ist Schwarz-Grün auch mal eine interessante Option, die wir auf Bundesebene noch nicht hatten. So, meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein. Wo geht es in Urlaub hin? Ja, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Sondern wir bleiben, meine Familie und ich, in Thüringen. Wir werden vielleicht mal irgendwo ein verlängertes Wochenende verbringen, aber Ausland geht nicht. Ich glaube, die Ostsee ist immens teuer geworden, wenn man das an der Stelle so sagen darf. Und ich bin mit der hiesigen Gastronomie und Hotelierwesen sehr eng im Austausch, die auch spannende und gute Angebote haben. So finde ich auch mal, die Sommerpause nur in Thüringen zu verbringen, ist auch eine schöne Option. Was sagt man mehr? Vielen Dank, Tankred Schipanski. Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön.